Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schoki Banuki Daily, eure ordentliche Portion Angeberwissen. Warum sage ich eigentlich immer ordentlich? Weiß ich auch nicht, warum du ordentlich sagst. Ich bin halt ein sehr ordentlicher Mensch. Jena hier mit den dicken Backen. Warte mal. Ja, das ist der Christian. Eins, zwei. Ja, weiter. Daniel heute im Studio. Warum habe ich den Daniel eingeladen? Wir hatten ja bisher hier die YouTuber Gonzales und Clint im Studio. Wir hatten den Mentalisten Marc Hagenbeck, der immer wieder herkommt. Wir haben meinem Schoki Banuki Partner, den Christian. Der Daniel ist heute hier. Weil ich mir gedacht habe, Mensch. Du musst noch mal einen draufsetzen. Mensch, ich möchte mal wieder schlank aussehen. Ja, genau. Ja, deswegen ist der Daniel heute hier. Was er erzählt, ist total egal. Aber er kann ein Bierchen trinken und er kann mich schlank wirken lassen. So. Kennst du die amerikanische Löschweise? Du machst so lang Wasser in das Gebäude, sprühst du rein, bis es unten kalt wieder rauskommt, dann ist Feuer aus. Heute hier im Studio ist der Clint. Nein. Wieso sage ich eigentlich Clint zu dir? Ich weiß auch nicht. Du sagst, du siehst ja fast aus wie der Clint, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich kann so nicht arbeiten. Nee, recht. Es wäre geil, wenn mal Profis irgendwie im Studio sind. Matrix. Ja, nicht nur in Matrix, sondern. Ja, weil der macht da immer so. Genau. Und hier so. Ja. Matrix zum Orakel. Orakel? Ab zum Orakel. Orakel. Genau, immer zum Orakel und sagen, hier bin ich der Auserwählte. Ja, weiß nicht, frag mal Moje nochmal. Und dann verkloppt er wieder ein paar Leute, er schießt ein paar Leute, Action, geht er hin, sagt, bin ich heute der Auserwählte? Ja, müssen wir mal gucken, musst du selber wissen. Da sagt sie doch, Vorsicht, die Vase, er dreht sich um, was für eine Vase und du schmeißt sie um. Ja, genau. Dann sagt sie, ja, hättest du die Vase auch umgeschmissen, wenn ich nichts gesagt hätte? Das, mit dem Vertrag von Montevideo erkennen Brasilien und Argentinien die Unabhängigkeit von Uruguay an. Heißt das nicht Montevideo? Du sagst ja Montevideo. Montevideo. Montevideo ist doch ein Berg voller Videos. Und Montevideo ist nicht die Stadt. Aber ich wollte nur mal klugscheißen. Herzlich willkommen bei Klugscheißer TV hier auf YouTube. Hat auch hier zum Beispiel Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Kennst du das noch? Ja. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, wo sie sagen immer, volle Kanne, Hoshi! Weißt du das noch? So bescheuert. Ja. In der Telefonzelle sind sie durch die Zeit gereist und haben dann irgendwie Abraham Lincoln und Napoleon mitgenommen und was weiß ich wie noch alles. Ja. Speed mit Sandra Bullock. Haben sie auch genommen. Ja. Haben sie auch genommen. Haben sie auch genommen durch die Zeit. Bei einer Revolution ist es so, wie bei einem Fahrrad. Wenn man nicht in die Pedale tritt, fällt es um. Au! Ja, den kennt wahrscheinlich jeder. Edwin Moses. Kennst du den? Nein. Hast du ein Motorrad? Nee. Ja, jemals gehabt? Nee. Ist nicht meins. Moped gefahren? Mofa. Mofa, ja. Mofa gefahren? Ja, Mofa gefahren, ja. 80er? Nee. Und später? Nee. Gar nichts. Also Mofa schon gefahren, aber... Also... Nicht offiziell. Achso, ohne Führerschein? Ah ja. Christian, ich bin Privatgelände! Entsetzt. Ich bin entsetzt. Ja, genau, Privatgelände. Deine als im Stadt. Kreis. Als im deine Kreis. Stadt. Nee, im Hof, weißt du so. Ach, du bist ja gar nicht richtig Mofa gefahren. Natürlich. Das musst du jetzt hier sagen. Das ist aufgezeigt. Ja, meinst du, du kannst nachgetreten? Ist das verjährt? Du, also Mofa-Vergehen, die halten, glaube ich, ewig. Ja. Also da hast du wirklich, das ist ungefähr wie Serienmord. Oh yeah. Yeah, jedes Mal, wenn ich Englisch spreche, machen wir diese Pose. Warum ist das so? Ich mag das nicht. Ja. Yeah. Wahrscheinlich, weil wir uns vorstellen. Mach mal deinen Renaming-Prozess hier. Renaming-Prozess, exactly. Schwarz-Weiß-Fernsehen, ich weiß, ja. Warte mal, wir machen mal Schwarz-Weiß. Und wieder bunt. Oh, Mist. Das ist voll die Schneiderarbeit. Schwarz-Weiß. Okay, dann lassen wir schwarz. Der Film war schon alt, als es VHS-Kassetten gab. Ja. Hey, Christian, manchmal denke ich, du bist ja gar nicht so ich doof. Ich bin schon... Selten denke ich das, aber manchmal kommt es irgendwie so ein bisschen durch. Ich hab's schon drauf. Da kommen wir auch wieder bunt. So. Okay. Keanu Reeves. morgen sehen wir uns wieder am 3. September. Bis dahin sag ich... Cheerio, Miss Sophie. Gute. We'll be right back.